Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Zum Thema, kann man mit Schokolade abnehmen? Tja, jetzt klingeln die Ohren, das denke ich mir, da scheppert es doch bei ein. Jetzt kommt er gleich und erzählt mir, dass ich sogar mit Nutella abnehmen kann. Das darf ich wieder Schokolade essen, so viel ich will. Aua, nicht oh, sondern aua. In der Tat ist es möglich, dass man mit Schokolade abnehmen kann. Klar, logisch ist das möglich. Wenn man den ganzen Tag nichts anderes isst wie 2000 Schokolade, so 600 bis 800 Kalorien, wenn ich für 3000 gegessen habe, dann werde ich natürlich mit dieser Unterzufuhr von 600 bis 800 Kalorien in Form von reiner zugelassen, ist ein bisschen Fetten drin, werde ich definitiv abnehmen. Das zum Thema, was es da im Moment so alles kursiert, was alles so unterwegs ist, mit was man alles abnehmen kann. Wir haben das tolle Präparat, wir haben die tollen Kügelchen, aber es tut schon weh, beim Aussprechen tut schon weh. Es ist, wenn ich so eine extreme Unterzufuhr an Kalorien betreibe, dann kann ich in der Tat natürlich auch mit Schokolade abnehmen. Selbst mit Eis ist es wirklich Wurst, was ich esse. Aber das hat doch um Gottes Willen nichts mit einer gesunden Ernährung zu tun. Muss man das eigentlich erklären? Das muss man doch eigentlich überhaupt nicht erklären. Normal ist doch das schon logisch. Da fallen sie eine wie der andere rein. Es ist völlig egal. Es sind ja Menschen, die auch zum Teil, würde mal sagen, wie drücke ich jetzt aus, dass niemand beleidigt, erwachsene Menschen, mündige Menschen, die fallen rein wie die Motten auf das Licht und sehen da zwei, drei Bilder, nebendran ein Statement von irgendjemand, der sagt, ich habe das bla 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 genommen und habe das bla 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 Ergebnis erreicht. Ich habe meine Zellen resettet. Mein Gott, wenn ich doch tatsächlich dann die Ernährungsumstellung, das heißt, dieses Präparat alleine wirkt doch gar nicht, sondern die Ernährungsumstellung wirkt. Die Leute haben sich vorher hundsmiserabel ernährt, die haben nur Schrott gegessen. Die haben teilweise Mahlzeiten ausfallen lassen, haben ein ganz schlechtes Verhältnis der Makronährstoffe gehabt, viel zu viel Zuckerlast, zu wenig gesunde Proteine, zu wenig gesundes Fett. Die essentiellen Nährstoffe haben sie fast gar nicht gehabt, wie Fette und wie Proteine, sondern nur zuckerlastigen eben Schrott. Und dann stellen sie um und haben auf einmal 30-40% Protein, 30% bis 40% Fette in alle Richtungen und nur noch einen kleinen Anteil Zuckerlast. Ja, warum werden die wohl abnehmen? Doch nicht, weil sie ihre Zellen resettet haben. Hallo, geht's denn eigentlich noch? Es ist manchmal unglaublich, mit welcher Naivität da den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird. Entschuldigung, wenn sich jetzt der ein oder andere angegriffen fühlt und sagt, ja, ich bin doch nicht blöd, ich bin doch nicht doof, dich meine ich doch gar nicht. Wenn du tatsächlich denkst, dass es gut für dich ist, dass du sowas brauchst und dass es die einzige Möglichkeit ist, dein Gewicht zu reduzieren und du keinen anderen Ausweg weißt, dann schmeiß doch dein Geld zum Fenster raus. Das ist doch mir völlig wurscht. Mir geht es doch um die Leute, die tatsächlich ihre Gedanken drüber machen und denken, ja, sag mal, da stimmt doch was nicht, warum soll ich hier 12, 14, 16, 20 Wochen Ernährungsumstellung oder mein ganzes Leben lang Ernährung machen, damit ich mein Gewicht halten kann, wenn die das in 6 Wochen machen mit so einem dämlichen Präparat? Mein Gott, die Leute wollen das verkaufen, die leben davon. Die haben ihre Schecks, ihr Porsche muss bezahlt werden, ihr was weiß denn ich alles. Und damit ist ihnen völlig scheißegal, was die euch erzählen. Sondern geht es um Umsatz, jawohl. Die wollen euch nicht hier Mutter Teresas Fitnesssport betreiben. Das mache nur ich. Beziehungsweise natürlich habe ich es gerne, wenn ich euch nachher beraten darf. Und ich freue mich auch, wenn ich daran Geld verdienen darf, dass ich meine Rechnungen bezahlen darf. Da freue ich mich auch drüber. Aber ich muss mir davon kein Porsche kaufen. Und ich muss euch nicht in der Nase rumführen. Muss ich nicht. Sondern ich erkläre euch, was ihr machen müsst. Und die 75% schon, wo ich das erkläre, die fangen schon, oh Gott. Nee, also kochen, nee. Also jetzt muss ich auch noch in der Küche stehen. Jetzt muss ich auch noch einkaufen. Oh, jetzt muss ich auch noch Sport machen. Jetzt muss ich auch noch ins Fitnessstudio. Was? 3-mal die Woche? 60 Minuten? Um Gottes Willen, der spinnt. Dann mache ich doch lieber in der Woche 3-mal 15 Minuten und schluck da irgendwelchen, dass mein Körper anders programmiert wird, dass mein Stoffwechsel anders programmiert wird. Ich greife mit irgendeinem Präparat, das irgendeine Programmierung hat in meinem Körper, einen Stoffwechsel ein, der schon jahrelang so läuft. Aber selbstverständlich ist das möglich. Aber selbstverständlich. Der liebe Jogi Löw, wenn man sagt, ich rede Jogi Löw, der wird auch den Kopf schütteln, hoffe ich. Wird sagen, mein Gott, was machen die da für dummes Zeug? Ironie aus, wieder Spaß beiseite. Ich hoffe, meine Fans und meine Freunde,
die verstehen das und die haben dafür Verständnis. Und deswegen bitte ich auch alle anderen, sich vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen, ein kleines bisschen über den Tellerrand rauszuschauen und mal über zu überlegen, so wie Menschen, die solche Sachen herstellen, natürlich, die haben auch eine wirtschaftliche Berechtigung, das heißt auch eine wirtschaftliche Berechnung, die müssen natürlich gucken, dass da Geld reinkommt, dass natürlich das ganze Marketing bezahlt wird, dass natürlich die ganze Produktion bezahlt wird und dafür müssen die natürlich auch gewisse Dinge erzählen. Und zwar die Dinge, die ihr auch hören möchtet. Und das war's schon. Andreas Triebenbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Deine Fitness. Dein gesunder Fitness-Lifestyle. Deine Küche. Meine Aufgabe.